unserem Nachbarland Polen, nicht allzu weit von der deutschen Grenze, durchziehen diese Betonzacken die Landschaft. Kilometerweit. Manchmal gut sichtbar, manchmal so zugewachsen, dass man genau gucken muss. Drachenzähne werden sie genannt. Doch wozu dienten sie? Unter diesen Drachenzähnen existiert eine fast vergessene unterirdische Welt. Steile Treppen mit rostigen Geländern führen in die Tiefe. In enge, kilometerlange Gänge. Manche so niedrig, dass man nur gebückt durchkommt. Dann wieder Hallen, fast so hoch wie eine Kirche. Und manchmal hilft nur durchquetschen. Oh, jetzt seid ihr dran. Wir finden hier vergessene Zugwaggons, Waschräume mit 80 Jahre alten Kacheln, tote Telefone, massenweise Fledermäuse und andere Überraschungen. Was hast du gefunden? Eine Granate. Was? Eine Granate. Jetzt ungeschmarrt? Mit Granaten spaße ich nicht. Wir natürlich auch nicht. Was für ein seltsamer Ort ist das hier? Des Rätsels Lösung? Es handelt sich um den Ostwall. Ein größtenteils vergessenes, riesiges Bunkersystem der Nazis an einer militärstrategisch wichtigen Stelle. Sein Zweck? Eine feindliche Armee aus dem Osten aufhalten und Berlin schützen. 105 Bunker hat man dafür gebaut, über- und unterirdisch. Hier sieht man ihren Verlauf zwischen den Flüssen Warthe und Oder. Wirklich gekämpft wurde hier im Zweiten Weltkrieg nur 14 Tage. Länger hielten die deutschen Truppen nicht stand. Doch die kuppelartigen Bauten befinden sich in dieser Gegend bis heute überall verteilt in der polnischen Landschaft. Was für ein Aufwand für 2 Wochen Kampf. Ein kleiner Teil des Ostwalls ist für Touristen erschlossen und entsprechend renoviert. Bei unserem Dreh begegnen wir auffällig vielen Deutschen. Warum sind sie hier? Ich finde das interessanter, wie am Strand zu liegen. Bisschen Historie. Ist sicherlich auch unsere Geschichte irgendwo, gehört dazu. Also für mich war es keinesfalls beklemmend, sondern es war irgendwie wow, sowas in der Art. Ne? Ich hatte es halt schon immer so interessiert, diese quasi Unterwelten von den Bunkern, was sie da halt, was sie da gebaut haben. Weil, ja, das ist ja letztendlich auch ein Stück Geschichte. Große Bereiche des Ostwalls sind jedoch abgesperrt oder unzugänglich, auch wegen der Unfallgefahr. Außer man kennt diese beiden Männer. Mit ihnen kommt man überall hin. Peter ist eigentlich IT-Spezialist. André ist beim Kampfmittelräumdienst. In ihrer Freizeit dreht sich alles um den Ostwall. Das hier ist der Kameramann hinter uns, der ist auch noch dabei. Die beiden haben Bücher über den Ostwall geschrieben und kennen hier jeden Winkel. Aber wie sind sie eigentlich zu diesem Hobby gekommen? Als es einen verregneten Tag gab und wir nicht wussten, was wir machen sollten, da sind wir hierher gefahren. Ich hatte noch erst gesagt, ach, so Militärzeug interessiert mich nicht. Aber als ich das dann hier gesehen habe, war ich so überwältigt. Das hat mich so gepackt, dass ich immer wieder gekommen bin. Das Faszinierende sind eigentlich die Tunnelanlagen, weil die sind einmalig für mich in Europa. Ich habe viele gesehen, bin weit rumgekommen. Das, was es hier gibt, gibt es sonst nirgendwo. Doch vor den Tunneln schauen wir uns in den touristischen Ecken um. Im Souvenirshop gibt es skurrile Mitbringsel. Holzpanzer. Laserpointer in Form einer Granate. Munition und Fledermäuse als Schlüsselanhänger. Der Ostwall Burger Brater nennt sich Bunker King. Im Angebot ein Offiziers- oder ein Panzerburger. In einem Museumsbereich wird das Bunkerleben der Soldaten mit Schaufensterpuppen in Wehrmachtsuniformen nachgestellt. Immerhin, bis auf den Gag mit der Maske ist alles historisch korrekt und detailgetreu. Wer will, kann hier auch mit einem Original-Truppentransporter durch die Landschaft heizen. Vorbei an den Drachenzähnen, von der Nazi-Propaganda auch Panzerbrecher genannt. Sie sollten Panzerangriffe abwehren. Bei der Fahrt fallen uns diese verlassenen Bunker auf einem Feld auf. Doch es stellt sich raus, die sind nur Fake. Es sind sogenannte Scheinkuppeln. Darunter befindet sich keine Bunkeranlage. Diese Scheinkuppeln von Weitem
täuschen vor, hier ist ein Panzerwerk, wo keins ist. Das heißt also, tricksen, täuschen? Tarnen und täuschen ist beim Militär sehr ausgeprägt, so auch bei der Wehrmacht. Und so hat man versucht, dem Gegner irgendwelche Fahrzeuge, welche Bunker, welche Geschützstellungen vorzutäuschen. Das hier ist so ein Fall. Nicht weit entfernt eine echte Bunkeranlage. Und hier wurde auch gekämpft, wie die Granateneinschläge zeigen. Die deutsche Wehrmacht wollte die sowjetische Rote Armee 1945 bei ihrem Vormarsch Richtung Berlin aufhalten. Geklappt hat das bekanntlich nicht. Die Nazis nannten ihre Bunker übrigens Panzerwerke. Das fanden sie eindrucksvoller. Was man von oben nicht sieht, ist das, was noch drunter sieht. Man sieht vom Panzerwerk ja nur den kleinsten Teil. Es sind zwei Geschosse drunter, eine Kampfetage, wenn man so will, mit den Räumen, Aufenthalt, Bewaffnung, Munition, Führung. Eine Kaserne unten drunter und dann geht es 30 Meter runter ins unterirdische Hohlgangssystem. Peter öffnet die Tür in die Unterwelt und in die Vergangenheit. Direkt dahinter lauert schon die erste Falle für eindringende Feinde. Hinter dem Eingang zum Bunker ist eine 4 Meter tiefe Grube. Wenn der Bunker offen ist, ist die abgedeckt. Wenn ich die Grube jetzt scharf machen will, dann kann ich die Abdeckung hochklappen. Dazu nehme ich hier einfach mit dem Fuß die Abdeckung weg und drücke auf den Knopf. Und dann kommt die Tür hier hoch. So sieht es von der anderen Seite aus. Ein Eindringling stürzt in diese 4 Meter tiefe Fallgrube. Für uns geht's 30 Meter nach unten, in das Hohlgangsystem. Mit Equipment und ohne Aufzug gar nicht so leicht. Unten erwarten uns 34 Kilometer Gänge, die die einzelnen Bunker miteinander verbinden. Viele, aber nicht alle Bunker sind dadurch verbunden. Manche Stellen sind voller Zeichnungen und Graffiti. Wie kommen die hierher? Es ist doch abgesperrt. Ja, das System war viele Jahre lang offen. Man konnte rein und raus, wie man wollte. Die Jugendlichen der Umgebung haben das als Abenteuerspielplatz benutzt. Hier wurden wilde Partys gefeiert. Aber heute geht das nicht mehr. Denn an vielen Stellen besteht Absturzgefahr. Es gab auch schon tödliche Unfälle. Peter weist uns auf Details hin, die wir völlig übersehen hätten. Ja, wir sehen hier eine vorbereitete Sprengstelle. Wenn der Feind es geschafft hat, den Bunker da oben zu erobern, sollte ja eigentlich nicht sein, aber man bereitet sich auf alle Fälle vor, dann kann man hier Sprengstoff reinstecken und kann den Tunnel gezielt auf dieser Länge hier sprengen. Dann hat man es zwar einen Bunker an den Feind verloren, aber der Rest des Systems ist immer noch sicher, denn das buddelt so schnell keiner wieder auf. Nach ca. 3 Kilometern Fußmarsch stoßen wir auf den Bahnhof Heinrich. Er diente dem Rangieren und Ausweichen der Züge. Das Foto zeigt genau diese Stelle, nach der Eroberung durch die Sowjets. Wie viele haben da Platz gehabt? In so einem Abteil waren 4 Personen. 4 Personen? Ja, okay. Die waren aber sehr, sehr schlanke 4 Personen. In diesen winzigen Waggons wurden Munition, Material, aber auch Soldaten durch die Unterwelt gekarrt. In diesem Tunnel kommen wir nur gebückt voran. Nichts für Klaustrophobiker. Ja, jetzt wird's hier aber niedrig. Der Tunnel ist voller Sand. Ja, nicht schön. Der Grund? Dieser Tunnel wurde nicht fertiggestellt. Geplant war, den Ostwall bis 1951 auszubauen. Doch mit Kriegsende 1945 war damit Schluss. Im Tunnel findet man noch eine vergessene Baumaschine, teilweise im Sand vergraben. Hier sind noch die Reste zu sehen, wie das betoniert wurde. Hier sind Schalbretter noch erhalten. Und dieser rote Bogen da hinten, das ist die Schalmaschine. Das ist ein Gerät, was die Schalbretter in Position hält. Wenn der Beton dann trocken ist, dann wird die Schalmaschine weitergeschoben. Peter und André führen uns zu anderen gesprengten und verfallenen Panzerwerken, die nicht abgeschlossen sind. Betreten ist aus Sicherheitsgründen aber trotzdem verboten. Ohne unsere beiden Experten hätten wir diese Bunker in den Wäldern nie gefunden. Wo sie genau sind, soll nicht bekannt werden, um nicht noch mehr Dark Tourists anzulocken. Ach so, und hier wird's dann
bisschen gefährlich gleich. Ich muss da wirklich ein bisschen aufpassen. Also Film und Laufen geht nicht. Okay. Oder erst gucken und dann filmen. Okay, verstehe. Schon das Reinkommen ist hier gar nicht so leicht. Oh, drin. Innen wird schnell klar, was Peter mit seiner Warnung gemeint hat. Glitschige Treppen, zum Teil ohne Geländer. Tiefe Löcher, die man im Dunkeln schnell übersieht. Das sind aber nicht die einzigen Gefahren, die hier lauern. André ruft uns plötzlich zu sich. Ich habe mir gerade hier noch mal was angesehen und was gefunden. Gefunden? Was hast du gefunden? Eine Granate. Was? Eine Granate. Jetzt ohne Schmarrn? Das mit Granaten spaße ich nicht. Wo ist die Granate? Schwer erkennbar, aber der Fachmann sieht das. Sieht aus wie ein Stein. Ja, wie ein Metallbolzen, aber dieser Metallbolzen tut weh. Kannst du mir die mehr geben, oder? Nein. Nee, die ist noch scharf? Die ist noch scharf. Ich werde sie nachher beiseite legen, damit sich die Fachleute der polnischen Armee damit befassen können. Was würde jetzt da passieren, wenn die hochgehen würde? Sie sieht nur klein aus, das täuscht, aber im Umkreis von 10 bis 15 Metern ist sie tödlich bis verwundend. Ach du Liebe. In so einem Raum wäre es das gewesen. Uns wird klar, es ist nicht übertrieben, dass Betreten hier streng verboten ist. Es ist wirklich lebensgefährlich. Zum Glück ist André beim Kampfmittelräumdienst. Er weiß, was zu tun ist. Ab jetzt dürfen wir nicht mehr dabei sein. André will die Granate an einem sicheren Ort im Wald verstecken und die polnischen Behörden informieren. Ohne Kamera. Wir werden ihn später wieder treffen. In der Zwischenzeit sind wir sowieso mit diesen beiden Männern verabredet. Sie beschäftigen sich mit den eigentlichen Herrschern der Bunker. Fledermäuse. Greg und Tomasz sind Biologen und Fledermausforscher. Genau wie die Ostwall-Experten Peter und André besuchen sie die Tunnel regelmäßig für ihre Forschung, mit Genehmigung der Behörden. Einige Bereiche sind ein Paradies für bedrohte Fledermausarten. Tomasz und Greg können hier ihr Verhalten studieren. In den verfallenen Bunkern lebt eine der größten Fledermauskolonien Europas. Mit rund 40.000 Tieren. Licht brauchen sie nicht. Sie orientieren sich mit ihren Ohren. Greg demonstriert uns im Interview, wie dunkel die Welt der Fledermäuse normalerweise hier ist. Fledermäuse leben im Dunkeln, in der Welt der Töne. Sie nutzen ihre Augen kaum, anders als wir Menschen. Sie sind abhängig von Lauten, um ihre Beute zu finden. Sie nutzen dafür hochfrequente Töne, um zu navigieren und zu jagen. Man nennt das Sonar. Fledermäuse haben die Dunkelheit für sich erobert, um nicht den Vögeln in die Quere zu kommen. Denn beide, Vögel und Fledermäuse, leben von Insekten. Fledermäuse stoßen beim Fliegen hohe Schreie aus, im Ultraschallbereich. Das Echo verrät ihnen, wo sie fliegen können und wo ein Beutetier ist, in kompletter Dunkelheit. Wir Menschen können diese Schreie nicht hören. Mit solchen Detektoren machen die beiden Forscher die Laute für unsere Ohren hörbar. Greg und Tomasz wollen versuchen, den Ruf der Fledermäuse zu verbessern. Der ist nämlich ziemlich schlecht. Viele ekeln sich vor ihnen oder denken an Vampire. Bei Fledermäusen denken Menschen in Europa, in unserer Kultur, interessanterweise immer an Böses. Das liegt an unserer europäischen Mythologie, in der Engel immer mit Flügeln aus Federn dargestellt werden, wie Schwäne zum Beispiel. Dagegen zeigen viele Darstellungen den Teufel mit Flügeln aus Haut, so wie eben Fledermäuse aussehen. Daher kommt der schlechte Ruf der Tiere, aber zum Glück ändert sich das gerade. Die positivere Einstellung gegenüber Fledermäusen zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Bunker vom Herbst bis zum Frühjahr für Touristen gesperrt sind, um den Winterschlaf der Tiere nicht zu stören. Es gibt in den Nazi-Bunkern aber noch mehr zu entdecken. Inzwischen ist Kampfmittelräumer André auch wieder bei uns. Er zeigt uns diesen Waschraum mit fast intakten Kacheln und Seifenablage. Wie angenehm das Leben hier in den Ostwall-Bunkern angeblich war, zeigt dieser Nazi-Film. Hier waren solche großen Schränke, wo man dann
Eintopf kochen konnte und die ganzen Topf dann runterkriegen konnte. Peter kann uns sogar zeigen, wo die Küche ist, die in dem Film vorkommt. Die Halterungen für die Töpfe sind noch da. Doch der Film ist reine Propaganda. André liest Tagebucheinträge eines Soldaten vor, die beschreiben, wie es hier wirklich war. Der Bunker ist 2 Stockwerke tief in der Erde versteckt. Ganz unten ist die Kompanieschreibstube, in der wir auch wohnen. 12 Mann in einem engen, kalten Betonkeller. Es tropft vor Nässe von den Wänden. Raus kamen die Soldaten manchmal nur noch durch den Notausgang, den jeder Bunker hatte. Der war aber voller Kies, damit von oben kein Feind reinklettern konnte. Der Kies musste vor einer Flucht erst mal rausgeschaufelt werden. Wo ist, geht's denn da nach oben? Ich sehe gar nicht. Das sieht man noch nicht. Da, wo jetzt der Kies am Ende dieses Betons an der Decke runterkommt, da geht's raus. Da geht's dann raus, ja. Okay. Aber erstmal muss man hier ein paar Tonnen Kies wegschaufeln. Ja, der rutscht ja immer wieder nach. Wir sind heilfroh, ohne Kiesschaufeln aus der Unterwelt rauszukommen. Aber wir verlassen sie mit dem guten Gefühl, dass wir solche Kriegsbunker heute nicht mehr brauchen. Und sie den Fledermäusen überlassen können.